Ja, hallo Leute, heute habe ich einen kleinen Schärfauftrag von meinem YouTube-Kollegen Lars von Back to Native. Einen Link zu seinem Kanal findet ihr in der Beschreibung. Und zwar hatte er sich in einem seiner Videos darüber beklagt, dass sein SE4 oder SE nennt er es, kommt aus Amerika, also ich weiß nicht genau, wie man das betont, ist eigentlich auch völlig egal, also SE4, dass er das nicht so richtig scharf bekommt. Und da habe ich mir gedacht, Challenge accepted, und habe ihm mal gebeten, mir das mal zu schicken, und ich probiere jetzt mal, wie scharf ich das doch tatsächlich bekommen kann. Zum Schärfen verwende ich ein sogenanntes geführtes Schleifsystem, in dem Fall das Edge Pro Apex Schleifsystem, und das ist im Grunde genommen genau das Umgekehrte wie so ein typischer japanischer Wasserstein. Und zwar wird hier der Stein auf so eine Trägerplatine geführt und über das Messer bewegt. Anders als bei den Steinen, das Messer über den Stein. Und das macht das Ganze wesentlich präziser, weil ich hier den Winkel sehr genau einstellen kann, beziehungsweise das Ganze auf den Originalwinkel des Messers einstellen kann und dann immer den perfekten Winkel treffe. Vorausgesetzt, ich stelle mich nicht völlig bescheuert an. Und das erlaubt es mir eigentlich auch mit sehr wenig Aufwand, die meisten Messer sehr, sehr scharf mit einer sehr guten Klinge anzuschärfen. Zunächst schaue ich mir natürlich erstmal die Klinge an. Laut Herstellerangaben auf der Website ist das Messer, also das SE4 mit dieser ja, Duracoat-ähnlichen Beschichtung aus C100 Stahl, was eigentlich ein sehr leistungsfähiger Stahl ist, sowohl im Bezug auf die Schärfe als auch auf die Schneidhaltigkeit. Deshalb bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das Messer sich ziemlich scharf bekommen lassen sollte. Und ich schaue mir jetzt mal hier die Klinge ein wenig an. Das ist natürlich mit der Kamera jetzt ein bisschen doof, mangels eines speziellen Makroobjektivs. Aber was ich hier sehen kann, ist, dass die Klinge teilweise flach geschliffen ist und teilweise konvex geschliffen ist. Das macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, als hätte man das Messer über einen Stein gezogen und dabei dann irgendwie so eine, beim Abgehen so eine Bewegung gemacht. Und das an verschiedenen Stellen unterschiedlich. Also es ist auch recht ungleichmäßig geschliffen. Und ich weiß nicht, wer in welcher Form das Messer immer mal wieder geschärft hat oder ob es niemand mal versucht hat oder so. Aber ich sehe auf alle Fälle, dass hier zum Beispiel ist hier unten ein kleiner Winkel und dann ist hier oben ein bisschen ballig geschliffen und das geht dann hier über und dann haben wir hier unten gar keinen Winkel mehr und dann ist es hier wieder eher flach, also überhaupt nicht einheitlich. Und das könnte tatsächlich daran liegen, das habe ich nämlich, Lars, in einem deiner letzten Videos gesehen, wo du gezeigt hast, wie du die Taschenmesser machst, dass du das über den Schleifstein ziehst und einfach so, aber nicht so. Ja, also dass du dir den Winkel nimmst und dann tatsächlich gleichmäßig über den Schleifstein drüber gehst, sondern dass du das Messer so drüber ziehst und am Ende so hochrobst. So zack. Und das Problem dabei ist, dass du im Grunde genommen vielleicht mal hier den Winkel triffst, dann hast du ihn hier wieder nicht, dann hast du ihn hier nicht, dann hast du ihn hier nicht und dann am Ende ziehst du im Grunde genommen die Klinge in so einem Winkel wieder vollständig da drüber und machst im Grunde genommen die ganze Klinge wieder kaputt und dadurch bekommst du so eine komische, in manchen Stellen ballige, an manchen Stellen flache Schneide und das ist nicht gut, mach das nicht. Nimm dir einen Schleifstein oder ich kann mal ganz kurz, was ich auch verwende. Hier so ein Holzklotz mit Schmirgelpapier drauf. Das verwende ich auch für, wenn ich gerade zum Beispiel Messer mache, wie hier das kleine Neckknife, was ich gerade anmachen bin. Dass du das Messer wirklich ansetzt und dann gut darüber führst und immer den Winkel einhältst und nicht so, das ist nicht gut, mach das nicht mehr. Also der Lars hat mir gesagt, dass er das Messer hauptsächlich zum Holzverarbeiten verwendet, also zum Schnitzen, zum Bauen von Unterschlüpfen und so weiter, leichtes Betoning, sehr, sehr wenig bis gar kein Hacken und halt ab und zu mal so ein bisschen Nahrungsmittelzubereitung und Nahrungsmittelverarbeitung.
Daher muss das Ganze jetzt nicht irgendwie wie eine Machete oder sowas angeschliffen sein, sondern kann auch ruhig eher spitz und eher scharf sein. Und momentan ist das Messer in etwa so angeschliffen, also vom Klingenrücken aus haben wir einen flachen Schliff nach unten. Und dann ungefähr hier unten haben wir dann eine sekundäre Phase, also ist hier die Primärphase, bis oben zum Rücken und dann haben wir hier unten nochmal eine Schneidphase. So ist momentan die Klinge aufgebaut. Und was ich gerne machen würde ist, weil wenn man sich hier die Phase anguckt, ist die sehr lang. Also die ist über 2 mm lang und das macht das Ganze sehr aufwendig und schwierig zu schärfen, weil man natürlich beim Schleifen immer die gesamte Phase hier abdecken muss und das Material abtragen muss. Was ich deshalb mache, ist, ich werde hier unten die sekundäre Phase, werde ich hier etwas spitzer machen. Das ist natürlich jetzt völlig überspitzt hier gezeichnet. Und dann werde ich hier unten eine sogenannte Mikrophase anbringen. Das heißt, die werde ich so auf ca. 18 Grad schleifen und dann hier unten nochmal auf so ca. 23 bis 25 Grad eine Mikrophase schleifen. Und dann brauchst du beim Schleifen, wenn du über den belgischen Brocken gehst oder über deinen Synthetikstein oder mit einem anderen Schleifsystem oder sonst was, brauchst du immer nur auf diese Mikrophase zu gehen und da ganz wenig Material abtragen, um die Klinge wieder auf ihre ursprüngliche Schärfe zu bringen. Und das macht es praktisch sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr leicht und sehr, sehr effizient nachzuschärfen. Vorteil bei dem Essi hier ist, dass es hier eine flache Fläche hat, auf die ich das Messer sehr gut stützen kann. Hier, wenn es das nicht hätte, müsste ich sie auf diesem Winkel hier haben und dann müsste ich mir erst hier mit dem Winkelmesser den genauen Winkel sozusagen ausmessen. Aber da ich das hier drauflegen kann, kann ich hier auf der Skala die verschiedenen Farbindikationen verwenden. Und grün sind jetzt 18 Grad. Und mit 18 Grad schleife ich das Ganze jetzt hier erstmal ein bisschen runter. Und sobald ich das Ganze auf 18 Grad runtergeschliffen habe, mache ich einen stumpferen Winkel hier ganz außen. Und der hat natürlich zum einen den Vorteil, dass der die Klinge sehr, sehr stabil macht. Und zweitens, wie ich schon erklärt habe, das sehr einfache Nachschärfen. Und dadurch, dass hier die sekundäre Phase, dann haben wir ja quasi drei Phasen, also die Primärphase, die sekundäre Phase und dann sozusagen die tertiäre, also die Mikrophase, die Schneidphase. Und dadurch, dass hier die sekundäre Phase so dünn ist, ist sie zwar natürlich durch den schärfer, durch den stumpferen Drittwinkel sozusagen wieder stärker. Aber dennoch ist es an der Stelle sehr dumm, sehr, sehr, sehr dünn und das pflügt sich nicht so durch wie so ein Schneepflug, sondern schneidet halt auch wirklich. So, ich mache jetzt hier ein bisschen Wasser auf den Stein drauf. Bis der Stein kein Wasser mehr aufnimmt. Mal mit dem Lappen drüber wischen, dass der auch sauber ist. Jetzt mache ist, ich nehme hier einen schwarzen Marker und markiere mir einfach mal die Klinge, damit ich überhaupt sehe, wo ich schleife. Fange mal an zu schleifen. Also ich kann jetzt sehr schön sehen, an einigen Stellen habe ich eigentlich fast schon den Winkel, der ursprünglich hier drauf ist. Also es ist erstaunlicherweise für ein Survival-Messer ein sehr, sehr spitzer Winkel hier. Und daran erkennt man jetzt auch, dass die Klinge halt doch recht ungleich ist. Hier vorne habe ich noch bis 1 mm von der schwarzen Farbe übrig. Hier habe ich gar nichts mehr übrig und hier hinten habe ich noch so vielleicht 1/2 mm von der schwarzen Farbe. Ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht. Und daran erkenne ich also, dass ich hier mit dem groben 120er Stein erstmal ein bisschen arbeiten muss, ein bisschen Material abtragen muss, bis ich einen einheitlichen Winkel habe. Das mache ich jetzt erstmal und melde mich dann wieder zurück. So. Ich habe jetzt über die gesamte Länge der Klinge eine einheitliche Schneide,
die ist frei von irgendwelchen Scharten und ist auch wirklich an jeder Stelle einheitlich und plan. Das ist jetzt schon mal die erste Prämisse dafür, dass man das Messer richtig scharf bekommen kann. Ich werde jetzt zu den feineren Steinen wechseln. Das ist jetzt der 120er Stein, das ist der gröbste der Steine. Den verwendet man nur, wenn man so wie ich jetzt hier die Klinge komplett neu schleift. Der nächste Stein ist der 220er Stein. Den spanne ich jetzt hier ein. Benetze auch den ein wenig mit dem Seifenwasser. Sauber ist der Stein. Und mache jetzt genau das Gleiche. Und das Einzige, was ich jetzt mit dem Stein mache, ist einfach die Kratzer von dem vorherigen Stein entfernen und sozusagen die Schneide immer und immer mehr verfeinern und polieren. 9, 10 auf der einen Seite. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mit der Kamera mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das mache ich jetzt zwei, dreimal auf jeder Seite und dann wechsle ich zum nächst feineren Stein. So, bei Küchenmessern würde ich jetzt bei Körnung 600 aufhören. Ganz einfach, weil die Oberfläche des Steines, also die Partikel auf der Oberfläche des Steines, noch eine sogenannte Mikroverzahnung lassen. Das heißt also, die Klinge ist noch, also wenn man das jetzt irgendwie 100-mal vergrößert und nochmal 100-mal vergrößert und dann nochmal 100-mal vergrößert, dann sieht man irgendwie so bei 300 Mikrometern, dass dort also noch kleine Zacken auf der Klinge vorhanden sind. Die helfen, wenn man zum Beispiel Tomaten schneidet oder Seil durchschneidet oder Fleisch schneidet, also alles, was irgendwie Fasern hat oder irgendwas, wo man, wo eine Säge hilft, wo man mit einer sägenden Bewegung schneiden möchte. Was du aber mit dem Messer natürlich machen möchtest, ist Holz schnitzen, ja, harte Materialien schneiden, Schaben. Solche Aufgaben und dafür ist eine polierte Klinge am besten. Der Vorteil einer polierten Klinge ist zum einen natürlich, dass sie extrem scharf ist und zweitens mal auch, dass diese Mikrozähnchen natürlich abbrechen können. Klar, wenn du damit schneidest und nur Tomaten schneidest, ist klar, dann brechen die nicht so leicht ab. Wenn du natürlich auf einer falschen Oberfläche schneidest oder zu viel Druck ausübst, dann passiert das natürlich auch. Aber gerade beim Holzarbeiten würden diese Zähnchen irgendwann abbrechen, das Messer würde stumpf werden. Bei der polierten Klinge brechen erstmal keine Zähnchen raus. Und die muss natürlich auch öfters auch irgendwann mal nachgeschärft werden, wenn halt einfach das Material abgetragen wurde oder ja, du irgendwie auf den Stein gekommen bist oder ja, einfach durch Benutzung sich die Klinge abrundet, sich die Klinge irgendwie überfaltet. Also das gibt es ja auch, dass also die Klinge, wenn sie so ist, dann halt irgendwann so steht. Und das passiert natürlich mit einer polierten Klinge auch, aber sie ist halt länger schneidhaltig, weil halt keine Zähnchen ausbrechen. Und das mache ich jetzt. Das ist jetzt der 600er Stein, als nächstes nehme ich den 1000er Stein und danach nehme ich die Poliertapes. Das sind einmal 2000, einmal 3000. So, ich habe die Klinge jetzt auf 3000 poliert.
Die Klinge hat halt jetzt aber immer noch einen Winkel von 18 Grad. Was für ein Survival-Messer sehr, sehr spitz wäre. Also selbst für ein Küchenmesser wäre das ein sehr spitzer Winkel. Und du hast ja auch gesehen, wie viel Arbeit ich am Anfang, ich habe das natürlich rausgeschnitten, aber am Anfang hatte ich eine immense Arbeit, diesen kompletten Winkel einmal zu überarbeiten. Und jedes Mal, wenn, sage ich mal, du hier irgendwie Schaden hast oder sowas, wäre das eine riesige Arbeit, diesen Winkel nachzuarbeiten. Und das kann mit so einem spitzen Winkel sehr, sehr schnell passieren. Und der kann auch leicht sich überknicken. Das, was ich gesagt habe, dass der Winkel sich über, also dass die Schneide sich einfach umknickt. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, werde ich jetzt meinen Winkel von, wenn ich das gerade mal hier einstellen kann, in der Kamera. So. Von 18 Grad auf so zwischen 21, 23, ja, so ungefähr 23 Grad erhöhen. Und wieder zurück zum Tausenderstein gehen. Und damit diese Mikrophase schleifen. Also, das heißt, ich beginne hier wieder auf dem flachen Teil, gucke, dass das gut aufliegt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr schön. Und ich bewege mich jetzt hier wirklich im Bereich von Bruchteilen von Millimetern, also es ist wirklich winzig. Man kann den mit dem bloßen Auge auch sehen. Das ist vielleicht so ein Viertelmillimeter ungefähr, aber man sieht ihn schon. Und jetzt einfach jedes Mal, wenn dieses Messer nachgeschärft werden muss, brauche ich nicht mehr diesen gesamten Winkel zu schneiden, sondern brauche einfach nur auf diesem Viertelmillimeter anzusetzen, vielleicht mit dem 400er Stein und kann einfach diesen winzigen Winkel nachschleifen. Das macht es sehr einfach. Und den poliere ich jetzt auch hoch bis auf Körnung 3000. So, jetzt ist auch die Mikrophase bis auf 3000 hochpoliert. Und was ich jetzt noch mache, ist das Ganze abziehen auf Leder. Man kann sich dazu jetzt entweder für 60 Euro ein Abziehriemen kaufen oder man nimmt einfach wie ich seinen Gürtel. So, Innenseite vom Gürtel. Ich setze das an, ungefähr am Winkel, übe leichten Druck aus. Und ziehe das Messer gleichmäßig über den Gürtel. Und dabei ist wichtig, dass ich auch jetzt hier nicht so eine Löffelbewegung mache, sondern dass ich dabei wirklich den Winkel auch fix einhalte und sauber vom Gürtel runtergehe. Sauber hochheben. Ansonsten macht ihr euch die ganze Arbeit wieder zunichte.
So, und jetzt spüre ich auch keinen Grat mehr. So, die Klinge glänzt wie ein Spiegel, aber die kann natürlich noch so schön glänzen und ich kann noch so viel über irgendwelche Schneidphasen labern. Jetzt wollen wir mal wissen, ist das Messer denn wirklich scharf? Das ist Telefonbuchpapier. Hier hinten, das ist ganz besonders scharf. Vorne an der Spitze ist es auch sehr scharf. Hier, wo der Bauch anfängt, ist eine ganz, 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 weiß ich nicht, eine leichte Unebenheit. Das merkt man aber wirklich nur im Papier hier, dass es da halt ein bisschen mehr schreddert. Aber es gleitet dennoch, also ganz leichtfertig, durch das Telefonbuchpapier durch. Ich habe am Arm nicht so viele Haare. Ich habe es vorhin mal an meinem Bein getestet. Also Haare fliegen auch sofort ab. Ist also im wahrsten Sinne des Wortes Rasiermesser scharf. Ja, Lars, also das Argument, das Messer wird nicht scharf, das zieht nicht. Also du hast jetzt keine wirkliche Ausrede mehr, dafür ein stumpfes Messer zu haben. Ganz wichtig ist noch, wie hältst du das Messer denn scharf? Ich habe gesehen, du hast so einen Kombistein, das ist sehr gut. Wenn du zu Hause bist, musst du halt sehr darauf achten, dass du, wenn du das machst, tatsächlich diesen Schneidwinkel wirklich mit beiden Händen und notfalls dir auch eine Winkellehre oder sowas basteln und gleichmäßig über den Stein ziehen und nicht zack. Ja, wenn du die Klinge konvex schleifen möchtest, dann nimmst du dazu, dann führst du das Messer so, ja, sachte. Oder du nimmst halt sowas wie Moosgummi oder so ein Mauspad und machst dann da so Micromesh drauf und ziehst es dann darüber. Ja, und dadurch, dass ich das runterdrücke, wird das Ganze dann konvex, oder du machst das halt wirklich in einer flüssigen Bewegung, aber zack, das ist, mach das bitte nicht mehr. Für unterwegs, mit dem Schleifsystem kam hier so ein netter Keramikwetsch da. Der wird hier vorne so reingesteckt, der hat eine Körnung von ca. 1200 und den kannst du irgendwo auf einen Baumstumpf oder sowas draufstellen. Dann, das hier wäre 90 Grad, ja, das ist 45 Grad, ein bisschen weniger als 45 Grad. Und dann am Stab entlang ziehen. Und das poliert dir die Schneide wieder, wenn sie denn mal zum Beispiel leicht übergerollt ist oder nur ganz leicht abgestumpft ist, kannst du das machen. Ansonsten brauchst du jetzt wirklich nicht auf diesen ganzen glänzenden Winkel hier drauf, sondern nur auf diesen kleinen, das kann man sehen im Licht, diesen kleinen mikroskopischen Winkel drauf gehen und da nachschärfen. Ganz bisschen Material abtragen und schon ist das Messer wieder auf seiner Urschärfe drauf. Wenn ihr gerne möchtet, dass ich eure Messer schärfe, dann könnt ihr mir gerne eine Anfrage schicken an info@messer-lea.de, Lea, L-E-A, info@messer-lea.de, und da können wir gerne, je nachdem wie viel Messer das sind, wie groß die sind, in was für einem Zustand die Klingen sind, gerne ein Angebot aushandeln und dann schärfe ich euch eure Messer auch so scharf wie dieses. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe insbesondere dir, Lars, wird das Ergebnis gefallen und auch das Video, und sage Tschüss.